wenig später, ich kann dir jetzt die Zeit nicht genau sagen, sagen wir mal 2, 3 Monate später, haben wir auch einen Versuch unternommen, der misslungen ist. Wie, was haben Sie da versucht? Wir wollten über die Elbe in die Bundesrepublik Deutschland, vielleicht sagt Ihnen der Ort Dömitz was, Dömitz an der Elbe, da ganz in der Nähe liegt das Erkundungsbergwerk Gorleben mit dem Zwischenlager Gorleben, um das ganz exakt zu sagen. Ja, und das hat nicht funktioniert. Und da hatten wir ja den, der, also da hat man, als junger Mensch hat man dann den zweiten Schock gekriegt. Also eine ganze Hundertschaft hat uns aufgelauert. Wir Hatten Sie lagen dann im Boote? Wald mit, nein, nein, wir wollten schwimmen. Also ich war schon immer sportlich einigermaßen vernünftig drauf. Und ja, wenn Sie eine Hundertschaft schwer bewaffneter Leute sehen, die 3 Jungs jagen, das heftet sich bei ihnen wirklich ein. Und als also wir sind ja einzeln gefangen genommen worden, zufälligerweise war ich der Letzte, als sozusagen wir dann in dieses Lager kamen oder in den Standort kamen, wo diese Grenztruppe stationiert gewesen ist, wie mir da so ein, vielleicht um die 20-Jähriger sagte, also wir hätten euch erschießen können, so können wir heute nicht sozusagen in die Disco gehen. Also da kann man doch sagen, sozusagen, was für eine Ideologie muss in ein bisschen so einen Menschen stecken. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, das ganze Prozedere durchgemacht, bin dann in Schwerin Untersuchungshaft und späterhin sozusagen über eine Station in der Lausitz in Luckau habe ich dann meine Strafe abgebüßt.